So, weiter geht's heute mit Need for Speed und wir machen heute weiter mit den Cops. Ja, Interceptor, let's go. Menschliche Zielscheibe heißt das nächste Event. Und da haben wir wieder mal nur ein Auto. So, Auszeichnung, 4 Minuten brauchen wir. So, wir sollen einfach nur das Auto stellen. Wichtig ist, dass der uns nicht entkommt. Und dann schauen wir mal. Wir messen Geschwindigkeiten über 240 Stundenkilometer. Dem Kerl scheint nichts zu bremsen. Interceptor, Unterstützung ist auf dem Weg zu eurer Position. Interceptor Einheit ist vor Ort. Ich ziehe mich zurück. Okay. Verkehr gerast. Das war klar. Willst du die Kurve driften und da steht der, kommt dein Auto entgegen. Die 53 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Natürlich. Verdächtige von der Straße. Achtung, Verfolgeeinheiten, sucht Unterstützung im Anflug. An alle Einheiten, das Kommunikationssystem ist gestört. System betrieben. Ja, ich muss ja rechts, links, rechts. Hier standen alle Einheiten zum Forsten, aber Anweisung. Ganz genau. Straßensperre in Position vor euch. Verdächtiger hat die Straßensperre gerammt. Zur Festnahme vorrücken. Wiederholung klar machen zur Festnahme. Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zur anderen Seite. Ja, der hat kein. Der kommt hier. Das ist weg. Komm rüber am besten. Ich habe keine Chance gehabt, an den irgendwie dran zu kommen. Nicht mal zu rammen oder sonst sowas. Der ist mir so alt. Der ist mir so entkommen. Na gut, versuchen wir es nochmal. Da, wie ist der denn da so entkommen, ey? Der, ja gut, der kam ja, konnte weg direkt. Wir messen Geschwindigkeiten über. Naja. Wir haben da jetzt einen mitgekriegt schon mal. Nein! Ganz genau. Straßensperre in Position vor euch. Verdächtiger ist auf der Baustelle der Schnellstraße. Ja, das ist nicht wahr. Da würde es, wenn jetzt wieder weg ist. Ah, fahr doch ein bisschen noch weiter. Anforderungen erhalten. Wir haben unsere Position. Es war klar, dass du dann sagst, komm. Warum auch immer das Auto. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Kommunikation wird umgeleitet. Straßenstandeinheiten. Ihr Luftverfolgung haben einen bestätigten Treffer.
geschlossen, Sternlein 1. Verkehrsunfall des Verdächtigen an unserem Standort. Die Luftbewaffnung bestätigt Treffer, ziehe bewegungsunfähig. Aufpassen, ein Nagelband. So, wir haben das schon mal zwei mitbekommen. Verdächtiger hat das Nageband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Nageband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Luftverfolgungsjagd-Einsatzfreigabe over. Ich hab ihn. Der will ihn jetzt festnehmen. Das war nicht wahr, klar. Verdächtiger hat das Nageband verfehlt. Verdächtiger hat das Nageband verfehlt. Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal. Over. Verdächtiges Fahrzeug hat schwere Schäden. Lange hält er nicht mehr durch. Nageband einsatzbereit. An alle Einheiten. Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole, Nagelbänder sind genehmigt. Over. Alle Einheiten. Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Behalte die Straße im Auge. So, jetzt ist auch mal irgendwann gut. Hab ihn. Das ist sogar Gold gewesen. Wurde festgenommen. Erst Service entkommen, das zweite Mal hast du Fehler eingebaut. Das war mir fast klar, dann war klar, dass das Ding irgendwann durch ist. So, eine neue Belohnung. Haben wir das zumindest schon mal erledigt? So, neues Auto. Wieder mal ein Porsche 911 Speedster. Ja. Nochmal ein neues Auto. Königsegg CCX. Spezialeinheit. Spezialeinheit, Entschuldigung. Ja, haben wir das doch. Und dann gehen wir den nächsten Interceptor direkt mit an. Ich irgendwas? Ne, ich habe kein Auto heute. Sonst okay. Nehmen wir den Lambo. Windows der Lager IP 640 als neues Fahrzeug. So, 3 Minuten haben wir diesmal als Minimum Zeit überschlagen müssen oder Maximum Zeit, um Gold zu kriegen. Ich hoffe natürlich, dass wir die hinkriegen. Wir haben 2 Lagerbänder, wir haben 2 Straßensperren, wir haben 2 EMP, aber wir haben keine Helikopter. Wenn ich ehrlich bin, wenn mir so ein Racer so auf den Sack gehen würde auf Dauer, würde ich auch alles raushauen. Würde ich da 10 Dinger verhalten, aber wenn ich uns aber nicht verfügbar sind, klar. Zentrale, verfolge einen silbernen ersten Martin auf dem Korb. Ist Martin? Verdächtiger ist von der Straße runter auf die Feldwege gefahren. Ich warte doch ein bisschen, bis ich meine Straßensperre einsetze. Das ist die Verbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gestört. Bis auf Lichtkontakt angewiesen. Warum auch immer der sagt, komm, ich drehe mich doch wieder hin. Verschön und ich wieder ran. Verstanden. Straßensperren ein Halt direkt vor euch in Stellung. Gut, der kommt hinten auf die Straße zurück.
Verhaftung steht. Zur Verhaftung. Auf jeden Fall da ist mal ein guter Typ. Und mit der nächste hat auch noch gesessen. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt ein Störsender. Außer Reichweite, EMP-Fehlerpass hat Fehlschlag. Alle Einheiten, wir binden ein energieintensives Schädiges. Straßensperre ist in Position. Glück gehabt. Toll. Wenn ich in die Karre gebracht werde, hätte ich EMP gesessen. Straßensperre mit 10:50 hat er gesessen. Mit dem LKW zusammen hat er gar keine Chance gehabt, das Ende nicht überleben. Verdächtiges Fahrzeug wurde gestoppt. Gute Arbeit, Officer. Der hat in dem Moment, wo er in den LKW reingeht, hat er von mir den letzten Auto mitbekommen. Und damit war das Thema gegessen. 2 Minuten 26 haben wir gebraucht. Also Gott sei Dank diesmal beim ersten geschafft. Also zweimal Gold sogar bei dem Interceptor. Und da bin ich auch ziemlich happy drüber, dass das gefunktioniert hat. Das, obwohl ich keine Nägel eingesetzt habe, aber der, wie gesagt, den konnte der nicht ausweichen. Der hat, glaube ich, ein halbes Leben gerade da verloren mit dem Ding. Gut, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Racern.